Willkommen zu Part 4 unserer F224. Andrea Kimmi Antonelli. Heute steht Aserbaidschan an und ich freue mich wirklich extrem, weil Baku war in der Vergangenheit immer einer meiner absoluten Lieblingsrennen. Also würde ich mal sagen, wir springen direkt rein. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne einen Daumen da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio und let's go. Hier haben wir also das wunderschöne Baku. Des Kaspischen Meeres in einer lebhaften Hauptstadt, in der auch heute wieder der Formel 2... Genau, wir sind hier also zu Gast in einer der, ja, wahrscheinlich größten Städte oder halt sagen wir mal der schönsten Städte, weil ich finde diese Skyline echt cool, aber hier ist jetzt das Wichtigste. 6003 Meter seine Runde lang, 20 Kurven, 2 DRS Zones und natürlich einen unfassbaren Kurvenanteil von 20 Kurven und einer sehr langen, 1,9 Kilometer langen Vollgaspassage. Wir gucken mal auf die Startaufstellung. Manuel Correa daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Miata, O'Sullivan, Kushmaini, Meloni, Bortoletto. Jo, der 8. Platz, Leute, das ist stark. Taylor Barnard, Behrmann, Hauger, Franco Colapinto, Isaac Hadja, Joshua, Pepe Marti, Stanek und Enzo Fittipaldi. Aaron, Cordell, und ganz hinten Richard Fischer, Leute. Jo, das ist eine coole Startaufstellung. Wir dürfen von etwas weiter vorne starten, was das Ganze natürlich dann ein bisschen cooler macht. Hallo. Wir springen jetzt direkt mal hier in die Startaufstellung. Weit vorne sind wir tatsächlich gelandet. Es gibt den Super Soft Reifen, der immer noch unvorteilhaft abgekürzt ist. Ja, Reifen strategiemäßig werde ich hier nicht viel einstellen, weil ich absolut keine Ahnung habe, was hier gut oder schlecht ist. Das werden wir auf jeden Fall ein bisschen runterdrehen und hier ein bisschen mehr Reifendruck. Wir wissen ja, bringt ein Grip in F124. Sonst würde ich fast sagen, wir werden das Ganze so lassen, wie es ist, weil ich, wie gesagt, null Ahnung davon habe. Also, let's go, Leute. Runde Nummer 4 und wir sind hier drinnen. Lights out und let's go, Leute. Guter Start, wie immer. Naja. Crawford geht da direkt vorbei, oder können wir in Turn 1... Ja. Sauber ist anders. Ja, da gibt es tatsächlich die Verwarnung. McLaren, das sollte Bortoletto sein. Der ist auch kommende Season in der Formel 1. Ja, bis jetzt scheinen wir noch nicht allzu toll hier unterwegs zu sein. Aber das sind ja auch mal die Anfangskurven. Man geht hier mal vorsichtig rein. Ich habe kein Force Feedback. Ja, das ist natürlich jetzt absolut nicht gut gelaufen für unseren Crawford hier. Aber wir werden uns zurückkämpfen. Und wir wissen ja alle, auf der Geraden ist tatsächlich die einzige kluge Möglichkeit zu overtaken. Jetzt heißt es aber mal hier nur nicht den Anschluss verlieren. Ja, probieren wir es hier mit einer Dive Bomb gegen Crawford. Ja, Mann, das war bis jetzt mal absoluter Dogshit. Aber im Moment sind für dich die Portoletto reingefahren. Das ist ja auch schon mal was. Ja, ich muss mich hier akklimatisieren. Jetzt sind wir immerhin mal wieder auf dem 8. Platz, wo wir gestartet sind. Das ist ja schon mal was. Und das bedeutet aber auch, wir müssen uns jetzt wieder hier abnormal anarbeiten, weil wir sind schon aus der Sekunde draußen. Und das kann natürlich ab Runde 3 problematisch werden. So, Turn 16 hier. Guter Exit ist hier natürlich vorprogrammiert. War okay, Exit. Wir haben jetzt nicht bombastisch viel Zeit verloren. Und aus der letzten richtigen Kurve heraus geht es tatsächlich mit einem... Ja. Ja, das ist nicht gerade optimal. Crawford kommt wieder immer näher und ich habe natürlich keinen, der mir hier DRS gibt. Juan Manuel Correa holt die schnellste Rennen und ich denke auch mal, dass der Erster ist. Reicht jetzt mal hier, um vor dem Manche zu bleiben. Guter Exit bis jetzt mal.
Jetzt sind wir nah dran, Leute. Jetzt wirkt doch endlich dieser Windschatten wieder ein bisschen. Obwohl, keine Ahnung, wo Portoletto die Pace hernimmt. Wir fahren alle gleich schnell auf diese Scheißgeraden und er ist viel schneller wie ich. Oh, und ich hole trotzdem die schnellste Rennrunde. Du bist die bislang schnellste Runde des Renns gefahren. Ja, diese Bremsen, irgendwas wirkt hier nicht. Wir gehen mal auf 56. Aber das ist, nein, es ist unfassbar mühsam, dieses Auto auf Bremse zu halten. Guckt euch das mal an, ich bremse hier eigentlich schon zu früh fast. Bremst das Auto einfach nicht. Kein Plan, was hier los ist. Liegt es tatsächlich an diesen kleinen Änderungen, die ich vorgenommen habe. Dass das Setup jetzt so zum Scheißen ist. Ich weiß es nicht, for real nicht. So knapp habe ich den McLaren-Schriftzug das letzte Mal tatsächlich beim Start gesehen. Jetzt sind wir aber nah dran. Und wir wissen ja, wenn man einen Fahrer pusht, dann passieren am ehesten die Fehler. Und ich hoffe natürlich, dass auch Portoletto ein eventueller Fehler wie Makelov passiert in Australien. Falls ihr gar nicht wisst, was da abging, guckt gerne oben rechts vorbei. Da ist es in der Playlist verlinkt. Da ist die Playlist verlinkt zu. Wir sind jetzt wirklich sehr knapp an Portoletto dran. Wenn ich die beiden Kurven hier gut hinbekomme, könnte das echt was werden. Gut, naja. Ich war jetzt nicht full auf Full Throttle, aber es reicht mal hier, um nah dran zu bleiben. Mit DRS wissen wir, kann es gut werden. Das Problem ist, er hat es natürlich auch. Und ja, wir holen trotzdem auf. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Es reicht nicht für die schnellste Rennrunde. Stoppfenster, du wirst mit Mediums weiterfahren. Ja, das war toll. Wir sind nah dran, Leute. Wir sind verdammt nah dran, Leute. Reicht das endlich, um Portoletto hier einen Schnitt durch die Rechnung zu machen? Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Oh, davon raucht's. Da vorne raucht's. Und wir gehen hier auf dem 7. Platz vorbei. Und übernehmen hier mal... Alter, was für eine unfassbar mühsame Sache das hier ist. Aber das ist leider die DRS-Train. Das ist leider die Kehrtwende des verdammten DRS. Maloney, schau mir jetzt nicht so. Nehmen wir mit. Wenn der so früh bremst, muss ich das eigentlich mitnehmen. Miata, auch ein sehr bekannter Name, der uns im letzten Rennen ebenfalls nichts geschenkt hat. Wir sind in der 4. Runde und jetzt schon immerhin auf dem 6. Platz. Das ist gut. Und immer, ich finde immer mehr Gefallen an diesen Rennen. Das macht tatsächlich ordentlich Bock. Und wir haben noch keinen Ausfall oder dergleichen. Ja, ich bald dich, Trottel. Dann nehmen wir einen Respawn, I'm sorry. Nah dran am Miata, sehr nah dran. Wir machen so früh Bremsen. Und das hat tatsächlich 50.000stel gebracht, aber am Endprodukt sind wir jetzt trotzdem wieder arschweit weg. Nein! Oh mein Gott. Ich habe hier probiert, wirklich Full Throttle zu fahren, aber irgendwie macht das die KI dann doch noch um Welten besser wie ich. Also das reicht bei weitem nicht. Wir haben hier sogar 3/10 auf der Geraden im direkten Duell verloren. Also da funktioniert irgendwas ganz und gar nicht mit dieser Taktik. Oh, da raucht's! Was war das denn bitte? Ist das das neue Modell von Off-Track kommen? Also for real, was soll das denn sein? Das schaut ja fatal. Verdammt kacke aus. Also bitte, je. Macht euch... Was war das? Ist das Rauch? Das schaut mir aus, wie ein Horst angefangen hätte zu brennen. Einer zu früh oder so. Ich kann das nicht. So, mit der Divebomb gegen Rodin. Das war jetzt nicht ab... Das war jetzt nicht optimal. Weil ich dadurch ein bisschen Zeit verloren habe. Zu spät auf der Bremse. Hier fast die Mauer geküsst. Wann gehen wir in die Box? Das ist die andere Frage. Wir müssen tatsächlich früher reinkommen als alle anderen. Was sagt die Pitstop hier? 6/7 Runde. Alle werden dann also in der 7. Runde kommen. Das bedeutet, wir werden hier tatsächlich jetzt kommen. Wir gehen jetzt an die Box. Probieren einen Undercut quasi gegen Maini, so heißt der Mann.
Ich verstehe das halt doch nicht. Es gibt die Supersofts und dann die gelben. Keine roten. Oh, der Mini ist jetzt weit weg. Ich hoffe halt, dass der Undercut ein bisschen was bringt, weil so bringt das nichts. So sind wir einfach zu weit weg. Die Rest darf open sein. Wir gehen an die Box, Leute, und hoffen, dass der Undercut ein bisschen wirkt, dass wir ein bisschen Zeit gewinnen. Es macht uns besser, okay? Und jetzt heißt es natürlich pushen, was das Zeug hält, um den Undercut auch durchzuziehen. Ein, zwei Plätze wären halt schon schön. Die, ich weiß halt auch, die Purple Reifen, die waren jetzt auch nicht mehr ab. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Die waren jetzt auch nicht mehr das Beste. Guckt euch mal an, wie spät man mit denen bremsen kann hier. Leichter Flügelschaden, geil. Und das direkt nach der Box. Nein, also das ist wirklich... Das ist so idiotisch. Egal. Müssen wir jetzt durchziehen damit. Das Problem ist halt wirklich, die Bremspunkte hier zu finden. Es ist so ekelhaft. Gut, Leute. Die ersten sind in der Box. Und ich hoffe natürlich tatsächlich, dass das funktionieren könnte. Ein paar werden auch schon wieder wegfahren. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr verloren haben, als wir gewonnen haben. Ab in Richtung Turn 1. Nur nicht zu spät bremsen hier. Und jetzt mal gucken, wer kommt da vorne? Niemand, okay. Maini ist mal hinter uns, das ist gut gelaufen. Der bekommt zwar vermutlich den Windschatten und das DRS, aber wir haben natürlich den frischeren Reifen. Cordell war noch nicht an der Box tatsächlich und das bedeutet, wir sind hier mal führender und haben die zweite Runde Zeit, die Spitzengruppe hier underzukatten. Da scheidet doch jemand aus, kann das sein? Ja, da hinten. Es ist hier tatsächlich, wie heißt denn das überhaupt? Kein Plan. Die Nummer 17. Kein Plan. Echt nicht, das ist, Art und Motorschaden. Jo, das ist okay. Bitte, Mann, das ist so eine Scheiße, dieses Dreckspiel. Wir werden safe wieder gefressen auf der Geraden. Mal abwarten, wo wir gerade landen. Aber Maini schaut sehr schnell aus und der kommt jetzt auch dank DRS angeschossen. Okay, das war vielleicht ein bisschen too much. Und ich bin Zweiter. Und ich bin tatsächlich Zweiter. Aber wir müssen hier, wir haben lange noch nicht das Podium überstanden, weil ein Maini und auch ein Miata, die sind sehr knapp an mir dran und ich hoffe tatsächlich, dass wir hier dranbleiben können, weil der ist so schnell. Ich weiß halt auch nicht, was mit dem Auto los ist. Kein blassen Schimmer, warum dieses Auto heute nicht bremst und einlenkt. Es ist so ekelhaft, wenn du... Ja. Was ich beim Kurveneingang gewinne, verliere ich direkt wieder beim Exit. Wir verlieren hier aus dem Exit Turn 16 drei Zehntel auf Maini. Keinen Plan, warum der so schnell hier ist. Oder warum ich so langsam. Ja, könnte jetzt mit DRS natürlich wieder ein bisschen näher dran kommen. Okay, ich komme auch ohne DRS schon ein bisschen näher dran. Aber das ist viel zu weit weg hier, oder? Reicht das zum hier dran? Nein, nein, das reicht nicht. Oder? Ja, da zupft er auch raus. Außen! Okay, es reicht jetzt mal hier, um gegen Maini kämpfen zu dürfen. Yes. Und wir nehmen auch das DRS für die Geraden mit. Das bedeutet schon mal ein bisschen Entspannung. Aber das kann trotzdem noch eine ganz lange Nummer werden hier. Ich meine, natürlich kann es am Flügelschaden liegen. Das ist ganz klar. Aber der Monitor springt gerade ein bisschen. Warum ist Miata jetzt so weit weg? Achso, der fährtet.
1,1. Ich glaube, der hatte vielleicht irgendeinen Schaden. Weil das ist absolut abnormal. Ich bin jetzt nicht viel schneller wie vorher. Oh nein. Boah. Jetzt hatte ich gleich nochmal einen Flügelschaden gehabt. Okay, er hat sich wieder gefangen. Ja, weil jetzt Miata der zweite ist, genau. Nein, Maini hat safe einen Schaden. Der verliert so extrem viel Zeit. Wir werden es dann gleich sehen, wenn er bei Startziel in die Box geht, hat er bestimmt einen Schaden. Wenn nicht, dann bin ich der Trottel in dem Auffahrt. So. Ja, er ist wieder nah dran. Wieder eine Zehntel verloren, oder? Ja, ganz klar. Das habe ich aber auch selbst gemerkt beim Anbremsen. Wenn das Auto gar nicht will, dann ist es wirklich 7 Zehntel sollte reichen, um vorne zu bleiben. Aber ich habe halt auch kein Flex-Wing, um das Ganze auszutesten. Nein, Spaß. Ja, der kommt angeschossen. Guckt euch das mal an. Es wird sehr knapp werden. Das wird sehr knapp werden. Wir decken aber wieder irgendwie mittig ab und warten mal, was Miata macht. Nein, der wartet bestimmt auf die nächste Geraden. Aus der ersten Kurve raus hier gehen wir immer mit einem 3-Zehntel-Polster, was auch sehr wenig ist. Und da gibt es fast die berühmte Mauer. Das macht natürlich jetzt die Tür wieder für Miata auf, aber auch Maini ist wieder da. Also ich glaube, der muss sich nur kurz fangen und wir müssen hier ein bisschen ihn da so zur Seite drücken. Hoffen, dass er in der... Ja, da ist jetzt genau da, wo ich ihn wollte. Wir müssen ihn da ein bisschen Platz lassen. Aber das wird ein echt knapper Fight hier gegen die KI. Die ist so knapp zusammen und auch von den Seiten her ist das so eine enge Sache. Stark. Sehr stark. Jetzt sind es wieder knappe 8 Zehntel. Das sollte wieder reichen, um uns hier erneut eine Runde, ich würde schon fast sagen, vorbei zu zittern. Weil das ist wirklich nicht viel mehr als es mehr. Miata kommt zwar bis auf seine 4-5 Zehntel wieder dran. Aber vielleicht sollte ich mir mal ersparen hier diesen schlechten Exit. Ich bremse mal einen Ticken früher. Ja, der Exit war echt sauber. Und da sind wir jetzt mal nicht nur 2 Zehntel vorne, sondern gleich 4 Zehntel. Und ich glaube, wir nehmen hier Miata den Spaß, dass er uns hier mal kontern kann. Ja, den nehmen wir ihn tatsächlich weg und wir bleiben hier auf dem ersten Platz, ohne dass wir uns anstrengen müssen. Ja, diesmal mal mitgedacht und diesmal hat es funktioniert. Es ist nur noch eine Runde zu gehen, also noch eine halbmal Start und Ziel. Das könnte knapp werden, weil Miata halt wahrscheinlich mit jeder Runde mehr das Messer zwischen den Zähnen hat. Und der wird es halt sicher irgendwann noch einmal versuchen, da bin ich mir fast sicher. Jetzt heißt es aber wirklich keinen Fehler mehr machen. Und einfach das Ganze behutsam hier mit nach Hause nehmen. So, lala. Der Sieg wäre halt wirklich traumhaft. Wenn du nimmst vom 8. Platz diese ein, zwei kleinen Fehler gegen Crawford, aber dann sich doch mal hier durchsetzen. Es ist wirklich eine bombastische Leistung, finde ich. Ja, ist mal wieder scheiße. Und jetzt wird's ganz knapp. Es könnte echt eng werden jetzt hier. Jetzt darf erst das DRS aufmachen. Wir müssen hier ein bisschen waven tatsächlich, aber ja, das war mir klar. Wir versuchen es dann nochmal auf der Gegengrad. Ja, keine Berührung war das. Oh nein. Ich hab's leider verschrien. Fuck, hinten drauf gefahren. Naja, das könnte jetzt nochmal eng werden mit Miata. Miata ist ja das hier. Mit Maini. In Kusch. Wir haben nur noch eine Chance, Leute, und das ist die Start- und Zielgeraden. Wenn ich es hier jetzt nicht schaffe, dann ist es tatsächlich leider vorbei. Er war Miata.
Ja, nein, da kann ich nicht draufhalten, das war einfach nur unfair. Ja, das war halt jetzt natürlich wieder Trauma vom Jatta hier. Wenn ich an der Geraden nicht unter 3/10 dran bin, heißt es tatsächlich, dass wir hier geschlagen worden sind. Wir nehmen hier diesen kleinen Wust. 2/10. Das könnte ganz knapp werden. Gut aus der Kurve rausgekommen tatsächlich. Nur 4/1000 verloren. Und jetzt sogar wieder was gewonnen. Aus der letzten Kurve raus sind es jetzt 2/10. Könnte das reichen, um hier gegen Miata was zu haben? Oh mein Gott, das wird so knapp, Leute. Das wird so verdammt knapp. Das wird so knapp, Leute. Wir saugen uns hier dran. Dank dir, Res. Hilfe! Ja, wir moved! Habt ihr das gesehen? Nein, Mann, das war so knapp. Habt ihr das gesehen? Er hat gemoved auf der Geraden, Mann. Okay, das finde ich unfassbar sozial. Oh Mann, fuck. Wir sind Fahrer des Tages geworden, aber das ist absolut nicht das, was ich wollte. Ich wollte den Win unbedingt, Leute. Mann! Schade, Leute. Schade. Aber Miata auch ein gutes Rennen, sehr, sehr starkes Rennen gefahren. Und man kann es ihm wirklich nicht nehmen. Und ich meine, wir sind ja trotzdem auf dem zweiten Platz, da bin ich stolz. Schade, Mann. Die Sieger von heute haben gewiss eine glänzende Zukunft vor sich. Und nach der heutigen Leistung haben sie diese mit Sicherheit verdient. Oh, fuck, Mann. Gut. Ja, war ein starkes Rennen. Berman 8er geworden. Rangliste sind wir jetzt ein bisschen ab. Ja, haben wir ein bisschen abbeißen müssen. Miata hat das gut gemacht. Dank. Ja, 7. Platz in der. 7 Punkte in der WM. Wird auf jeden Fall eine sehr spannende Season weiterhin sein. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo und ein Däumchen oben freuen. Links mal alle unten in der Bio und oben, wie gesagt, habt ihr auch die Playlist verlinkt. Ich freue mich, wir sehen uns hoffentlich morgen hier wieder. Da wird es mit der Audi-Karriere weitergehen. Oder auch später oder übermorgen wieder hier mit Audi. Ah, mit Formel 2. Bis dahin, danke für euren Support und ciao. Das ist jetzt mit dem rausgestanden. Wir müssen auch hier wieder zurück. Ich bin auch ganz gespannt, wie das mit dem Rumrennen war. Ja, das war die erste Runde. Ja, es war ein schwieriges Rennen tatsächlich. Mit dem Endergebnis bin ich...